Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal zum Thema Studium und erstes Staatsexamen. Mich haben auf Instagram ein paar Nachrichten erreicht, wo so die Quintessenz war: Sprich doch mal über dein Studium, sprich doch mal über dein Staatsexamen. Und ich dachte, ich mache das, denn das gehört ja auch irgendwie zu meinem Lehrerleben dazu. Ich habe das Video jetzt schon mal aufgenommen, dann hat mich die liebe Coco unterbrochen, also meine Katze. Ich hoffe, sie bleibt jetzt relativ ruhig. Und das hat aber dazu geführt, dass ich mir das Video angeschaut habe und gesehen habe, es war vielleicht ein bisschen zu lang und ein bisschen zu ausführlich. Deswegen versuche ich, das alles runterzukürzen auf die wesentlichen Tipps. Bevor wir mit dem Video anfangen, bitte, bitte, bitte lasst mir ein Abo da, kommentiert gerne, folgt mir auf Instagram. Alle Links sind hier unten in der Infobox oder auch hier oben verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr da bleibt und ja, einfach dabei seid. Ich mache regelmäßig Videos zu meinem Lehreralltag als auch zu Büchern und den Geschichten, die ich so lese. Und freue mich da einfach, wenn es zu einem Austausch kommt. Genau. Wir starten mit meinen Tipps zum Studium, zum Lehramtsstudium und wie du das Studium am besten rumbringst. Tipp Nummer 1: Orientiere dich vor deinem Studium. Sprich, mach so viele Praktika, wie es nur irgendwie geht. In Bayern ist es so, dass du für das Studium eh 3 Wochen Praktikum vorher quasi absolvieren sollst. Du kannst es auch noch in den ersten Semestern machen, wo du in verschiedene Schularten reinschnupperst. Und das würde ich dir auch auf jeden Fall empfehlen. Guck, dass du in wirklich die verschiedensten Schulen reinguckst. Ich habe Praktika gemacht in einer Grundschule im Förderbereich, bei einer normalen Grundschule, in der Mittelschule und in der Realschule. Und mir war nach diesem Praktika zu 1000% klar, ich mache Mittelschule. Und es kam einfach deswegen, weil ich die Arbeit der Lehrer gesehen habe, weil ich gesehen habe, wie die Schule organisiert ist, wie der Unterricht organisiert ist. Und ja, für mich war dann einfach klipp und klar, ich mache Mittelschule. Ich hatte ein paar Studienkollegen, die das Orientierungspraktikum nicht vorher gemacht haben, sondern nachher, beziehungsweise also nach Studienbeginn. Und tatsächlich gab es da dann Leute, die das dann gewechselt haben, die dann gesagt haben, boah, nee, Grundschule ist doch nicht meins, ich muss irgendwie zu den Älteren, oder die auch gesagt haben, boah, nee, also der und der Bereich ist überhaupt nicht für mich geeignet, ich muss in den anderen Bereich. Und ich finde, es ist sehr viel stressiger, das Studium zu wechseln, als einfach von Anfang an sich fürs richtige Studium zu entscheiden. Und weil dann fängt es an mit diesen ganzen Anrechnungsgedöns und es ist alles irgendwie ein bisschen kompliziert. Und dann lieber vorher ein paar Wochen investieren und in Schulen reinschnuppern. Und es ist wirklich was anderes. Ich weiß, als Schüler hat man immer das Gefühl, man kennt Schule total gut. Aber es ist wirklich was ganz, ganz anderes, wenn man diesen Bereich Schule aus Lehrerperspektive nochmal sieht. Das ist wirklich, man unterschätzt es total. Deswegen orientiert euch vorm Studium. Zweiter Tipp: Guckt auf jeden Fall, dass ihr euer Studium organisiert. Ich weiß, es ist super komisch, wenn man plötzlich seinen eigenen Stundenplan gestalten muss, wenn man sich in irgendwelche Modulpläne einarbeiten muss, aber glaubt mir, ihr seid da super schnell drinnen. Und ich persönlich habe mir so ein Notizbuch gekauft, das war mein Studienorganisationsbuch. Da habe ich für jedes Semester eine Seite, glaube ich, freigelassen und habe mir die Module reingeschrieben, die ich da in diesem Semester machen möchte. Und ich habe tatsächlich im zweiten Semester, glaube ich, gewusst, was ich im sechsten Semester belegen werde. Und ich habe da immer Termine reingeschrieben, bis wann ich mich dafür angemeldet haben muss. Manchmal war es dann auch so, man musste sich für den Kurs anmelden zu einer bestimmten Uhrzeit, also keine Ahnung. Anfang September um 8 Uhr, dann habe ich mir Wecker gestellt um 7:55 Uhr, damit ich um 8 Uhr mich da auch anmelden kann. Und ich kann von mir behaupten, dass ich niemals zu spät war und auch niemals auf einen Kurs warten musste oder ein Kurs überfüllt war und ich nicht reingekommen bin. Ich bin immer in jeden Kurs reingekommen und ich glaube, das lag auch einfach an meiner Organisation. Bevor ihr aber euer Studium organisieren könnt, müsst ihr euch auf jeden Fall für die Fächer entscheiden. Und das ist Tipp Nummer 3. Nehmt die Fächer, die euch wirklich interessieren. Ich weiß, in manchen Schulbereichen ist es auch so, dass es auf die Fächerkombination ankommt, weil man mit einer bestimmten Fächerkombination mehr Chancen hat, eine Stelle zu bekommen als mit einer anderen. Da würde ich mich dann aber tatsächlich fragen, ob das einen glücklich macht. Also ich wüsste zum Beispiel im Gymnasialbereich, wenn ich jetzt Mathe-Chemie studiert hätte, wäre ich auf jeden Fall nicht glücklich geworden, weil ich dann nicht erfolgreich gewesen wäre. Und da muss man sich dann einfach fragen, ist es mir das wirklich, ist die Schulart
das wirklich wert, dass man sein ganzes Leben lang Fächer unterrichtet, hinter denen man nicht irgendwie 100% steht. Es wäre für mich überhaupt nichts gewesen. Ich hatte das Glück, dass ich meine Schulart eh Mittelschule war und es da einfach völlig egal ist, was man für Fächer studiert hat, weil man am Ende eh alles unterrichtet. Aber selbst wenn es ausschlaggebend gewesen wäre, hätte ich mich immer für die Fächer entschieden, die mich selber begeistern. Und ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig. Bei mir war es eben Englisch als Hauptfach, Deutsch, WIB und Musik. Was auch immer das bei euch ist, guckt, dass ihr wirklich Fächer nehmt, die euch interessieren. Ihr müsst euch damit euer ganzes Leben lang auseinandersetzen. Und ja, es ist einfach, ich glaube, es wäre ein Fehler zu sagen, ach ja, ich mache jetzt einfach Mathe, weil das wird jetzt gefordert, aber ich finde Mathe eigentlich doof. Und ganz ehrlich, also no offense, ich unterrichte gerade Mathe, ich habe es nicht studiert. Ich hätte mir auch niemals vorstellen können, Mathe zu studieren. Ich würde es auch jetzt nicht machen, auch wenn mir der Matheunterricht gefällt. Aber mir gefällt der Matheunterricht. Ich liebe das. Aber ich glaube, studieren hätte ich es trotzdem nicht wollen. Einfach, weil es nicht mein Ding gewesen wäre. Deswegen Augen auf bei der Fächerwahl. Bitte, bitte, bitte nehmt euch Zeit für. Und entscheidet euch aus dem Bauch heraus, eurem Herzen heraus. Natürlich ist der Kopf da auch wichtig, aber ja, tut nichts, was ihr irgendwann bereuen könntet, so. Sondern entscheidet euch einfach für die Fächer, die euch Spaß machen. Und ich muss echt sagen, das Studium war wirklich anstrengend. Ich war froh, als es vorbei war, aber ich habe es gerne gemacht. Ich habe gerne studiert. Die Zeit ums Staatsexamen war ein bisschen stressig, da kommen wir aber gleich zu. Aber prinzipiell habe ich gerne studiert. Und es lag auch daran, dass ich nur Fächer hatte, die mir wirklich gefallen haben. Und natürlich gab es auch in diesen Fächern Dinge, die ich gerne gemacht habe und Dinge, die ich nicht so gerne gemacht habe. In Englisch zum Beispiel war es halt Linguistics, das war nicht so meins. Ich habe mich dann reingearbeitet, das hat auch irgendwie alles geklappt. Ich habe auch mein Examen in Linguistics dann gemacht, aber am Anfang war das nicht so meins. Und da habe ich mich auch gefragt, ob Englisch das Richtige gewesen wäre. Aber ja, nichtsdestotrotz habe ich dann zum Beispiel auch Literatur machen können, was mir halt super gefallen hat. Und es hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich ein relativ erfolgreiches Studium abgeschlossen habe. Außerdem möchte ich ja noch einen Tipp geben, der vielleicht ein bisschen umstritten ist, aber so habe ich es gemacht und ich habe mich damit total wohl gefühlt. Und zwar diese Regelstudienzeit von 7 Semestern im Mittelschullehramt ist es in dem Fall gewesen, habe ich von Anfang an völlig ignoriert. Mir war von Anfang an klar, dass ich mehr Studienzeit brauche als diese Regelstudienzeit. Und im Endeffekt habe ich mit 8 Semestern geplant, obwohl 7 eben die Regel gewesen wäre. Und ich bin super froh, dass ich das gemacht habe, weil ich nämlich nach dem 7. Semester alle nötigen Kurse, die ich gebraucht habe für meine ECTS, habe ich alle abgeschlossen gehabt. Ich habe im 8. Semester nur examensvorbereitende Kurse absolviert und ansonsten einfach nur mein Examen vorbereitet. Ich hatte ein Semester quasi, ein halbes Jahr nur zum Lernen. Und das würde ich euch empfehlen, denn so habt ihr auch die Zeit, ja, euch auf diese Prüfungen vorzubereiten. Was hinzukam, war außerdem, und damit sind wir mittendrin im Staatsexamens-Talk, in Bayern ist es so, oder beziehungsweise im Mittelschulbereich und auch im Grundschulbereich. Ich weiß nicht, ob es in der Realschule und im Gymnasium genauso ist, ehrlich gesagt. Aber es gibt das Staatsexamen zu deinen Fächern quasi und es gibt das Staatsexamen zu der Erziehungswissenschaft. Und in der Erziehungswissenschaft konnte man sich in meiner Zeit konnte man sich entscheiden, ob man das in allgemeiner Pädagogik macht, in Schulpädagogik oder in Psychologie. Ich habe mich für Schulpädagogik entschieden. Und man konnte das vorziehen, man konnte dieses erziehungswissenschaftliche Staatsexamen bereits nach dem, ich glaube, 4. Semester schreiben und ich habe das gemacht. Und es wäre auch ein Tipp, den ich an euch habe, falls ihr irgendwelche Prüfungsleistungen vom Staatsexamen vorziehen könnt, tut es. Es war wirklich so entspannt, dass man wusste, dieser eine Bereich ist einfach weg. Ich konnte mich voll und ganz auf meine Fächer konzentrieren. Ich habe nur Englisch, Deutsch, WIB und Musik gelernt und mich darauf konzentriert. Und es war gut so, weil Englisch zum Beispiel waren so viele Prüfungen und das innerhalb von einer Woche. Ich glaube, ich wäre ausgerastet, wenn ich da noch Schulpädagogik hätte lernen müssen. Also, was ihr vorziehen könnt, zieht es vor. Es erleichtert euch wirklich das Leben. Ich weiß, es ist super krass, wenn man im 4. Semester schon eine Abschlussprüfung im Prinzip schreibt. Aber
Das hat wirklich gut geklappt und ich konnte mich auch, ich habe dann das dritte und vierte Semester dazu genutzt, das schulpädagogische Examen vorzubereiten und es war das Beste, was ich machen konnte. Ich hab mich da so eingearbeitet und ich konnte mich auf ein Fach konzentrieren und das hast du einfach im richtigen Staatsexamen am Ende vom Studium nicht, weil du da so viele verschiedene Fächer hast, da kannst du dich nicht richtig einarbeiten. Und das Ding war aber, dass ich mich halt in der Erziehungswissenschaft dann richtig damit beschäftigt habe, wie schreibe ich überhaupt den Einstieg bei sowas? Wie gliedere ich das Ganze? Wie organisiere ich das Ganze? Ich hatte verschiedene Kurse besucht, Vorbereitungskurse. Ich habe sogar einen Wochenendkurs gemacht von einem Lehrerverbund für die Vorbereitung eben auf dieses Staatsexamen und ja, konnte mich da richtig einarbeiten und es hat sich auch in der Note gezeigt. Ich habe das mit einer 1 bestanden. Das war wirklich richtig cool. Und das hat mich auch so durchs Studium dann irgendwie gebracht, weil ich dann irgendwie wusste, so eine Studienleistung ist schon vorbei und da habe ich eine 1 drin. Wie cool ist das denn so? Da habe ich mich richtig gefreut und bin auch anders nochmal ins finale Staatsexamen gegangen, weil ich halt wusste, ich habe das Ganze schon mal gemacht, ich weiß, wie es abläuft und jetzt gucken wir einfach, dass wir für die Fächer so viel wie möglich machen. Und da ist eben ganz viel schon weggefallen. Ich war beim finalen Staatsexamen, ging es gar nicht mehr darum, wie schreibe ich jetzt so eine Abhandlung, ist es ja fast schon, ne? Also ich weiß gar nicht, wie viele Seiten ich immer pro Fach geschrieben habe. Viele auf jeden Fall. Und da war so dieses Ganze, wie baue ich da so einen Text auf, wie mache ich eine Gliederung, wie gehe ich an die Aufgabenstellung ran. Das war gar kein Thema mehr, weil ich das wusste einfach vom erziehungswissenschaftlichen Staatsexamen. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, Leistungen vorzuziehen, please, please do it. Ansonsten würde ich euch raten, euch einen Schlachtplan zu machen fürs Staatsexamen. Sprich, guckt, dass ihr ganz feste Abläufe habt. Ich habe eben in diesem 8. Semester, habe ich ja schon gesagt, ich hatte, glaube ich, an einem Tag Unitag. Da waren diese ganzen examensvorbereitenden Kurse. Und ich hatte dann 4 Tage die Woche im Prinzip frei. Aber ich habe mindestens 2 bis 3 Tage genutzt, um mich aufs Examen vorzubereiten, sprich Zusammenfassungen zu schreiben. An den anderen Tagen habe ich gearbeitet, immer noch. Und ich habe dann sogar, glaube ich, ab Juli meinen Nebenjob aufgegeben, damit ich mich 3 Monate nur auf das Staatsexamen vorbereiten konnte. Das war krass und ich weiß, es kann auch nicht jeder machen. Ich hatte Gott sei Dank die Unterstützung von meinem Freund damals, beziehungsweise von meinem Mann halt, aber damals war es eben noch mein Freund. Und ich hatte halt ein bisschen was gespart und konnte mir das dann auch leisten, 3 Monate zu Hause zu bleiben. So. Und es war auch gut so, weil ich dann halt auch wirklich mich konzentrieren konnte und nichts nebenbei machen musste. Und diesen Schlachtplan, den habe ich mir im Semester vorher, habe ich mir den ausgedacht, habe gesagt, okay, da ist wirklich nur hier Fokus und Lernen und da ist es einfach mal wichtiger. Ich habe während des ganzen Studiums, ich hatte teilweise 3 Jobs auf einmal und so, neben dem Studium. Und ja, habe mich da oft nicht aufs Studium konzentriert, aber da wusste ich beim Staatsexamen, ich muss mich jetzt konzentrieren, sonst wird es nichts. Und es war die beste Entscheidung, die ich ja machen konnte. Und ich bereue es auch auf gar keinen Fall. Nach diesen 3 Monaten, ich habe sofort wieder angefangen zu arbeiten. Sofort. Dementsprechend, ja, und ich hatte dann auch 1 Jahr Zeit. Ich habe dann bis Weihnachten noch gearbeitet als Verkäufer und ab Februar war ich dann Vertretungslehrer in der Schule in Nürnberg. Genau. Und habe dann so das Jahr überbrückt bis zum Referendariat. Und mein letzter Tipp fürs Staatsexamen ist wirklich, arbeitet euch so rein und versucht eher eine Strategie zu entwickeln, wie ihr die Aufgaben im Staatsexamen beantworten könnt. Also ich fand es fachlich gar nicht so anspruchsvoll, ehrlich gesagt. Also natürlich hatte das, ne, jemand Fremdes guckt da drauf und denkt sich, oh Gott, was schreibe ich dazu? Aber man studiert es ja, ne? 8 Semester in meinem Fall. Und die ganzen Themen hat man schon mal gehört. Ich meine, klar, man lernt dann, welche Personen haben das gesagt, was ist da wirklich dieses theoretische Konstrukt dahinter. Natürlich gibt es theoretische Inhalte, aber ich fand eher so diese Systematik der Frage zu verstehen, ne? Auf was möchte die Frage hinaus? Was will die Frage beantwortet haben? Welche Querverweise kann ich machen, ohne von der Aufgabenstellung abzurücken? Wie baue ich meinen Einstieg auf? Wie baue ich einen Schluss auf? Wie strukturiere ich einfach so meine ganze Beantwortung? Das fand ich viel entscheidender als jetzt inhaltliche Schwierigkeiten, ehrlich gesagt. Also natürlich gab es Themen, wo ich gesagt habe, oh Gott, wenn die drankommen, dann ist es furchtbar.
Aber das war so selten der Fall einfach. Also ich glaube, das einzige Fach oder die einzige Prüfung, wo ich mir wirklich gedacht habe, oh mein Gott, keine Ahnung, war Linguistics dann zu dem Zeitpunkt. Da weiß ich noch, dass ich die ersten 4 Seiten oder so bearbeitet habe und mir da gedacht habe, hey, läuft voll gut. Und ab der 5. Seite habe ich mir bei jeder Seite einfach noch gedacht, WTF, was ist das? Was wollen die von mir? Ey, aber auch da, ich habe dann das hingeschrieben, was ich konnte, und es wurde eine 3. Das war vollkommen in Ordnung halt. Ich habe mir voll die Gedanken gemacht und es war einfach nichts. Und ja, also es war einfach, für mich, ich fand das zusammen inhaltlich nicht so krass. Ich fand es halt eher wirklich diese Struktur und wie beantworte ich eine Frage, das fand ich viel, viel stressiger oder schwieriger als alles andere. Und was mir bestimmt auch geholfen hat und was auch ein guter Tipp sein kann, ist, vernetzt euch echt. Ich habe so gut mit Leuten zusammengelernt, in den verschiedensten Konstellationen. Ich hatte meine Englischleute, ich hatte meine Deutschleute, ich hatte meine VIP-Leute, ich hatte meine Musikleute. Und wir haben einfach zusammen gelernt, wir haben telefoniert, wir haben Zusammenfassungen ausgetauscht, wir haben echt irgendwie jeden Tag Krisengespräche geführt und. Und es tat einfach so gut, weil man auch so eine Bestätigung hat und weiß, man geht da nicht alleine durch. Und ja, das war für mich ganz, ganz wichtig. Ich war dann immer so ein Mensch, ich habe einfach zu Hause am besten lernen können, auch alleine. Es gab Freunde, die haben sich jeden Tag getroffen. Die haben zusammen gelebt, kann man sagen. Und das wäre zum Beispiel für mich nichts gewesen, weil ich gewusst hätte, ich würde nichts auf die Reihe bekommen. Ich würde die ganze Zeit quatschen und ja, das wäre irgendwie nichts für mich gewesen. Aber das muss man halt eben auch wissen. Nichtsdestotrotz habe ich mich ganz oft mit denen getroffen, einfach um über Aufgaben zu quatschen oder solche Aufgaben einfach durchzugehen. Und wir haben, glaube ich, jede alte Staatsexamensaufgabe, die wir irgendwie nur finden konnten, zusammen durchgesprochen und das tat schon echt sehr, sehr gut. Und man kam auch teilweise auf Dinge, auf die ich selbst nicht gekommen wäre, einfach weil ich es gar nicht auf dem Schirm gehabt habe. Es gab Leute zum Beispiel, die haben weiß ich nicht, in Deutsch zum Beispiel sich mit Hören beschäftigt, weil das tatsächlich eine Sache ist, eine Kompetenz ist, die man so ein bisschen vernachlässigt, gerade im Muttersprachler Deutsch, sag ich jetzt mal. Und die habe ich auch vernachlässigt im Lernen und durch eine Kollegin habe ich das dann einfach mitgenommen, so was sie mir da alles erzählt hat. Und hören kam jetzt, glaube ich, gar nicht dran. Ich kann mich an meine Deutschaufgabe auch, glaube ich, gar nicht mehr erinnern. Aber hören war es auf jeden Fall nicht. Und nichtsdestotrotz habe ich mich sicherer gefühlt in diesem Bereich, weil gerade in Deutsch, es gibt bestimmt auch andere Fächer, da ist es so viel, dass man gar nicht weiß, wie soll ich diesem Ganzen Herr werden und. Es hat geholfen, einfach auch Arbeiten aufteilen zu können. Und ja, es gab dann immer noch Themen, wo ich gesagt habe, okay, wenn die drankommen, werde ich sie halt garantiert nicht beantworten oder bearbeiten, weil das kann ich halt nicht. Und das ist vielleicht auch ein Ding, was man wissen muss, ne? Man kann nicht alles wissen. Ist so. Man kann. Kommt ja auch auf das Fach dann wiederum drauf an. Ich weiß zum Beispiel, in Deutsch waren es schon immer sehr spezifische Fragestellungen. Und ich wusste halt auch, okay. Es war dann immer so, man hatte 3 Fragen, man konnte sich eine aussuchen zum Bearbeiten. Und ich hätte halt auch gewusst, wenn jetzt irgendwie das und das Thema dran kommt, dann fällt die Frage für mich halt flach. Dann kann ich die halt nicht machen. Und auch wenn dann die andere Frage, die ich zwar gelernt habe vom Thema her, die aber von der Unterthematik nicht zu meinem passt, ja, dann hätte ich das halt auch machen müssen und das Beste draus machen müssen. Und dessen muss man sich halt auch bewusst sein. Man kann nicht alles können. Es gibt Fächer, da kann man alles können. Also ich weiß zum Beispiel, in Englisch war es bis auf die Didaktik, da konnte man auch nicht alles wissen, aber ansonsten Writing, Übersetzung und Linguistics, das waren Sachen, da wusste ich, was auf mich zukommt. Aber Didaktik weiß man halt nicht. Genauso wie Deutsch wusste ich auch nicht. VIP im Prinzip auch nicht. Musik, da konnte man alles wissen. Das war überhaupt kein Stress, aber. Ja, ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, dann geht man auch ganz anders einfach in so eine Prüfung rein und hat auch so ein realistisches Bild. Und das wiederum erhält man, wenn man sich mit anderen austauscht und einfach merkt, okay, die wissen auch irgendwie, man kann nicht alles wissen und dann kann man sich vielleicht ergänzen und 80% abdecken, aber man wird niemals 100% schaffen. Also, ich habe das nicht geschafft. Und ich bin gut durchs Examen gekommen, wirklich. Sehr gut sogar. Also, macht euch da keinen Stress und macht das Beste draus und
lernt so, ich meine, wir wollen alle mal Lehrer werden, ne? Dementsprechend sollten wir wissen, wie man lernt und lernt einfach so, wie das für euch am besten ist. Und das gilt fürs gesamte Studium, ne? Macht das Beste draus und versucht herauszufinden, wenn ihr es noch nicht wisst, wie ihr am besten lernt und zieht es durch. Und seid euch bewusst, dass nicht jeder perfekt ist und dass es natürlich auch doofe Prüfungen gibt und Dinge immer besser laufen können vielleicht. Aber wenn ihr da realistisch rangeht und euch da wirklich reinhängt, dann schafft ihr das. Wir haben es alle geschafft. Da schafft ihr das auf jeden Fall auch. So, das war mein Thema zum Thema, das war mein Thema, das war mein Video zum Thema Studium und Staatsexamen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch Erfahrungen darin gemacht habt, wenn ihr mir die in den Kommentaren da lasst und wir uns da austauschen können. Wenn ihr Fragen habt, gerne auch in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.